Ja, hallo, Christian Schemeier, Paartherapeut, Coach und so weiter. Gleich folgt ein wunderschönes Interview mit Stefanie Stahl, Bestseller-Autorin, sicherlich allen ein Begriff. Wenn du meine Arbeit noch näher kennenlernen willst, schau mal vorbei auf liebeship.de. Gibt es ein umfangreiches Kurssystem und folg mir auch gern auf Instagram, liebeship. Und jetzt viel Spaß mit Steffi Stahl. Ja, da bin ich und ich freue mich total jetzt auf den Christian Hemschemeier auf das, was da jetzt kommt. Er ist ja super Experte für toxische Beziehungen und war einer der Ersten hier in Deutschland, wenn nicht der Erste, der das hier auch mit rübergebracht hat, dieses Konzept. Und er hat auch ein neues Buch dazu geschrieben, das habe ich hier auch von Christian. Hallo Christian, da bist du ja schon. Ich gucke ja mal gerade dein Buch, das heißt vom Opfer zum Gestalter, raus aus toxischen Beziehungen und rein ins Leben. Hi Christian, wie geht's? Ja, gut. Schön, dich mal wiederzusehen. Genau. Warte, ich höre dich nicht. Ich muss gerade umstöpseln. Okay, stöpsel ich mir auch noch was. Jetzt höre ich dich. Kann ich sehen, ne? Genau. Aber ich habe noch nicht gehört. Okay. Kleines technisches Problem, aber alles schon gelöst. Kein Problem. Ja, ich dachte nur, wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen, genau. Schon eine Woche nicht mehr. Genau. Genau. Nee, geht gut. Und schön. Mir geht's auch gut. Danke. Sehr gut. Sollen wir direkt einsteigen ins Thema? Ja, sehr gerne. Genau. Fein. Also, die erste Frage, die ich mal an dich hätte, ist die folgende. Ich finde ja, dass dieses Thema toxische Beziehung, dieser Begriff wird so ein bisschen überstrapaziert. Ja. Ne? Also irgendwie ist neuerdings alles toxisch. Jeder Zweite ist gefühlt ein Narzisst und genau. Irgendwie ist alles ist Trauma. Und deswegen fände ich das super, wenn du uns noch mal so ein paar ganz wesentliche Merkmale einer toxischen Beziehung nennst. Du hast ein ganz tolles Video, was man auch bei YouTube findet. Da hast du 25 Merkmale einer toxischen Beziehung. Das wäre mir jetzt zu viel. Ja. Pick doch mal so vielleicht 7 bis 10 höchstens raus, wie du sagst. Und das ist wirklich eben in einer toxischen Beziehung der Fall. Also so ganz wichtige Sachen ist eigentlich, wenn jemand immer nicht für dich da ist so und wenn eine Beziehung andauernd wehtut. Ne? Das sind so zwei Sachen, die man ganz leicht sich mal angucken kann, wenn also immer wieder irgendwas passiert, wenn man so schrecklich gekränkt ist und es tut so, warum hat er mich wieder nicht angerufen, warum war er an meinem Geburtstag nicht da? Also so, wenn das immer wieder so Momente sind oder der Partner wirklich bei Sachen, wo man einfach so nach normaler westlicher Kultur sagen würde, das macht man als Paar zusammen. Zum Beispiel, wenn man krank ist, wird man gepflegt oder zu Weihnachten kriegt man ein Geschenk. Also wenn diese Sachen einfach nicht funktionieren, ne, das ist schon mal so der erste Einstieg, dass man dann überlegen muss, okay, ist das so eine einseitige Beziehung? Toxische Beziehungen sind ja typischerweise sehr einseitig, wo ich immer reingebe. Und ja, ich kriege aber im Grunde genommen nicht viel raus. So. Und wenn man dann einen Schritt weiter geht, da gibt es so die 5 großen Sachen, die immer mal wieder genannt werden, die so ein Zeichen sind, dass es einmal dieses Lovebombing am Anfang, wobei Lovebombing, klar, wenn man verliebt ist, dann, klar, lovebombt man sich da immer ein bisschen so, aber wenn das so extrem ist, ne, dieses immer wieder auch, wenn man toxische Beziehungen sind, auch häufig so on off, immer wieder zurückgeholt wird, wenn diese extreme Augenblick. Genau. Stopp, Christian, ich bin nicht sicher, ob jeder in der Terminologie drin ist. Ja. Also Lovebombing heißt es, extrem viel Liebe, Versprechen, Sexualität, genau. So krass schnelle Annäherung. Genau. Okay. Ist so ein bisschen wie in einer Sekte, ne? Da geht man ja auch rein in eine Sekte und dann wird erstmal 24 Stunden für einen gebetet. Also es ist dieses Überschütten mit Liebe in Anführungsstrichen ist natürlich keine Liebe, ne? Ist eher so eine Taktik, sag ich mal, wenn man also so auf den Podest gehoben wird und weiß, ich habe schon so lange suche ich eine Frau, aber du bist es jetzt, du bist die eine. Und das passiert auch immer wieder, wenn man wieder zurückgeholt wird. Also es muss nicht nur am Anfang sein, sondern auch, wenn man so zweifelt, wenn man so sagt, Mensch, eigentlich will ich hier raus, tut mir gar nicht gut, dann setzt immer wieder dieses Lovebombing ein. Auch das kann auch sein, so im Sinne von, jetzt ändere ich mich und jetzt mache ich was anderes und jetzt habe ich es verstanden. Also man wird eigentlich nur da gehalten. Aber es ist halt mehr als, natürlich sagt man dem Partner, ich liebe dich in der Beziehung. Es ist halt, wenn das so total dick aufgetragen ist, ne? Wie so bei Rosamunde Pilcher oder noch drüber
hinaus quasi, ne? Das ist Lovebombing. So. Zweiter Punkt, denn ich nutze immer ganz gerne diese englischen Begriffe, Fast Forwarding, das ist wie auf dem Kassettenrekorder, dieses schnelle Vorspulen. Ne? Wenn also eine Beziehung ganz schnell startet, wenn die also von ersten Date über Körperlichkeiten, über Sex, über 24 Stunden zusammenhängen, wenn das wirklich in einem irrsinnigen Tempo geht, das ist so ein zweites Zeichen. Das muss jetzt gar nicht bewusst sein, dass das einer macht, aber es ist dann häufig, ist an diesen toxischen Beziehungen am Anfang diese extreme Anziehung. Ich sage mal ganz gerne, das ist so, als wenn du essen gehst und das Dessert kommt als erstes, ne? Du kriegst als erstes die Nachspeise sozusagen, ne? Und während sich eigentlich in einer gesunden Beziehung, die baut sich eigentlich immer mehr auf über einen langen Zeitraum, ist in einer toxischen Beziehung so, die startet von 0 auf 100, du bist voll drin, du bist dir absolut, absolut sicher, das ist der richtige Mensch und dann geht es aber leider abwärts, geht eben nicht aufwärts, sondern es geht leider abwärts, weil dann häufig so ein, also typisch ist, so nach 100 Tagen ist dann das erste Mal, dass ein absoluter Crash eintritt. Du kriegst vielleicht raus, der Partner ist gar nicht Single, der Partner ist plötzlich, wird vielleicht handgreiflich oder wird verbal völlig ausfallend. Also ist irgendwas passiert, wo man so denkt, boah, was ist denn da jetzt? Und dann geht es in so eine Achterbahn über, so typischerweise so. Vierter Punkt, dritter Punkt, Gaslighting, haben bestimmt schon viele gehört, ist diese in machen nicht nur Narzissten, das ist ja auch immer so eine Sache, dass wenn man sagt, es ist dann gleich ein Narzisst, dann jeder von uns hat bestimmt mal Gaslighting gemacht. Das ist, wenn man Sachen anders darstellt, als sie waren. Also nehmen wir mal an, du warst nicht auf dem Geburtstag deiner Freundin und deine Freundin konfrontiert dich damit und du sagst, ja, ich hatte einen Autounfall und ich wusste auch nicht und ich konnte nicht und dann noch ein Autounfall und dies und du weißt gar nicht, es ist eine Lüge, du willst sie einfach nur Also auf Deutsch rausreden. einfach lügen. Einfach lügen, sag einfach mal lügen, genau. Genau. Es Ja. gibt aber auch häufig diese Verdrehung, also Halblügen, weiße Lügen, Auslassungen, ja, aber so kann man so sagen, im Wesentlichen Lügen. Und dann haben wir als viertes, das ist, habe ich mal das Gefühl, bei meinen Klienten fast das Schlimmste, Luftschlösser bauen, nennt man, gibt es auch so schöne englische Begriffe für, aber das ist so dieses, dass man eine Zukunft verspricht, die aber nie eintritt, ne? Also nehmen wir mal an, ich habe jemanden, der hat einfach nie Zeit, ne? Er sagt dann immer, ja, ich bin Beruf und ich muss die Welt retten und ich kann aber nicht, ich würde aber gerne und hatte aber nie Zeit und du sagst, ja, aber so können wir keine Beziehung führen und dann sagst du, ja, aber ab nächste Woche ist das Projekt vorbei oder in einem Monat trenne ich mich von meiner Frau und dann bin ich ganz für dich da oder du wunderst dich, dass du nie Freunden vorgestellt wirst und dann gesagt, ja, meine Freunde sind gerade alle verreist, aber in 2 Monaten mache ich das und es tritt aber nie ein. Es wird immer wieder, es ist immer wie so eine Mohrrübe, die einem vorgehalten wird, so. Und ja, und wenn es dann soweit ist, dann wird es halt wieder verschoben irgendwie so, ne? Oder es wird dann gesagt, ja, ja, die Beziehung läuft nicht so gut, aber am liebsten würde ich dich heiraten oder würde ein Kind kriegen mit dir oder lass uns eine Wohnung suchen. Das nennt man im Englischen so Future Faking, also eine Scheinzukunft. Erzeugen, kann man relativ leicht aufdecken, indem man einfach drauf eingeht. Indem man, wenn zum Beispiel jemand sagt, am liebsten würde ich dich heiraten, indem man zum Beispiel sagt, ja prima, lass es zum Standesamt gehen, macht man ein Aufgebot, dann merkt man schnell, dass da eigentlich nichts dahinter ist, sag ich mal. Aber da muss man erstmal drauf kommen. Und der letzte Punkt ist so die Schuldumkehr. Ne? Wenn du immer die Schuld kriegst, wenn du, egal was du sagst, was du ansprichst, du bist immer zu viel, zu doll, du willst zu viel, bist du empfindlich. Das ist auch so ein ganz typisches Zeichen. Ja. Ich denke jetzt so die ganze Zeit mit, ne? Weil ich bin ja, ich sag mal so Expertin Verbindungsangst. Ja. Und da sind ja viele Parallelen. Und trotzdem ist es irgendwie, oder, also eine toxische Beziehung ist, würde ich sagen, immer auch eine bindungsängstliche, weil sie ist krank und Ja. Bindung kann nicht stattfinden. Aber nicht jede bindungsängstliche Beziehung ist toxisch. Also was ja Ja. so typisch in einer bindungsängstlichen Beziehung sein kann, dein erster Punkt. Du kriegst nie deine Erwartungen erfüllt, ne? Du bist Ja. irgendwie immer traurig, immer wieder, na, zum Geburtstag ist er nicht da und also immer wieder dieses alleingelassen fühlen. Das ist so ein ganz typischer Punkt für bindungsängstliche Beziehungen. Und immer wieder diese Enttäuschung, manchmal auch Versprechung, ja, es wird besser, viel Zickzack auch. Aber was, glaube ich, so fehlt oft, ist dieses gezielte Manipulieren, dieses ganz gezielte nur Lügen, obwohl Bindungsängste auch lügen zum Teil, wenn sie ihre Affären, aber nicht
nicht so dramatisch. Also irgendwie ist das nochmal was anderes. Kannst du was dazu sagen, wo du so Ja, ich glaube, du den. hast schon einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Also es gibt ja so, genau, es tritt hohe Mengen an Bindungsangst und Verlustangst auf in diesen Beziehungen. Und es gibt noch so eine zweite Skala, die geht häufig damit einher, aber kann man sich nochmal gesondert angucken. Das ist die von Co-Abhängigkeit und Narzissmus. Also es können auch co-abhängige Menschen können mal bindungsängstlich sein oder so, ne? Oder narzisstische Menschen können auch mal total verlustängstlich sein. Aber das ist schon genau, was du sagtest, es wird toxisch dadurch, dass so ein manipulatives oder, ja, manipulativ ist immer so ein großes Wort, dass eben so Sachen verschleiert werden. Dadurch wird es, glaube ich, toxisch. Ne? Wenn jetzt jemand, der nicht viel Nähe mag, wenn er daherkommt und sagt, auf dem ersten Date, du pass mal auf, von mir kannst du nicht viel erwarten, meine Beziehung, ich will dich nur einmal die Woche treffen und ist halt so, sage ich dir gleich vorab, wird es keine toxische Beziehung werden. Es muss wirklich dieses Verschleiern dazukommen. Und aus meiner Sicht gehört zu einer toxischen Beziehung auch diese Liebessucht, dass wirklich einer, also dieser, der in einer untergeordneten Rolle ist, der Co-Abhängige, dass der wirklich in so eine Situation kommt, wo er ständig obsessiv über die Beziehung nachdenkt und Das hast du aber bei vom Strudel kommt, Bindungsangst. ne? Das kannst du Ja. absolut bei Bindungsangst auch haben. Aber Ja. es gibt ja auch so einen Punkt, Genau. also für mich ist toxisch immer noch ein bisschen psychopathischer, sage ich mal so. So ein bisschen Ja, mehr also ich sag Thriller-like, so, immer, ne? Auch ja, so genau. Isolation ja zum Teil, ne? Dass die in krass toxischen Beziehungen, dass man versucht, auch den Partner irgendwie von seinen anderen Beziehungen zu isolieren. Während Bindungsängstlicher, also wenn sie aktiv bindungsängstlicher sind, dem Partner eher viel mehr Freiraum geben, als dem lieb ist, ne? Ja, es gibt sicherlich, also ich würde sagen, je bindungsängstlicher ein Mensch ist, umso mehr ist an Gefahr, auch narzisstisch zu agieren. Ich glaube, es gibt da wirklich so einen schleichenden Übergang. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass jeder Bindungsängstler Narzisst ist. Das kann man wirklich nicht sagen. Aber ja, ich sage immer, nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, nicht mehr arbeiten können. Also dann ist es definitiv toxisch, ne? Und dann, genau wie du schon sagtest, da gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen, dass der Selbstwert so bröckelt, dass man isoliert wird, dass man ständig mit Freunden spricht, dass man Videos guckt über toxische Beziehungen. Wer macht das? Also man würde man nicht machen, ne? Dass man überhaupt Kanäle von uns beiden stößt oder. Und dann, ja, dann ist schon häufig was dran. Aber ich finde diese, was du anfangs gesagt hatte, dass man den Begriff so breit fasst, finde ich auch nicht gut, weil das sind wirklich hochkranke Beziehungen, die einen wirklich arbeitsunfähig machen. Und man sollte den Begriff nicht nutzen für einfach, ja, dass meine Beziehung unglücklich ist irgendwie, ne? Das finde ich auch tatsächlich, ja. Kannst du noch was zu dem Unterschied zwischen Männern und Frauen sagen? Also ich meine, ich habe auch mal bei dir gehört, 75% sind eher Männer. Es gibt aber auch toxische Frauen, die werden so wenig miterzählt. Kannst du mal ein bisschen was über so toxische Frauen erzählen, woran man die so erkennt? Also das ist wirklich, man könnte wirklich meinen bei mir, die Männer, die bei mir landen, die von ihren Beziehungen erzählen, das wäre immer die gleiche Frau. Das ist wirklich fantastisch, wirklich, ne? Es ist also so eine Frau, die ja sehr, also auf der Oberfläche sehr feminin, auch so ein bisschen brüchig, verletzlich, ne? Wir würden so sagen, histrionische Anteile, Borderline-Anteile, also sehr flirrig, in einem Moment wärmste Frau der Welt und öffnet sich plötzlich total und sagt, nur du kannst mich retten und toll, dass ich dich endlich gefunden habe. Und im nächsten Moment eiskalt, narzisstisch, schläft mit jemand anders und dann wieder, ja, du musst mich retten. Ja, vielleicht kannst du mich rausholen. Aus meiner Welt ist also häufig Frauen, die so scheinbar gerettet werden wollen, und häufig sind die Männer auch so Rettertypen dann so. Und ist so ein bisschen so, wie wenn du jemand rettest aus dem Meer oder so, bringst ihn an den Strand und freust dich und gibst ihm Tee und Kaffee und gibst ihm eine Decke, und dann springt die Person sofort wieder rein, du musst dich wieder retten. Irgendwann gehst du selber runter und dann geht die Person zum nächsten. Also so ist sozusagen die toxische Frau. Also sehr verführerisch, aber also dieses histrionisch verführerisch, aber auch sehr egoistisch, manipulativ, Stimmungsschwankungen, viele psychische Probleme, so würde ich mal sagen. Ne? Ja.
Bevor ich dich frage, was man jetzt da so machen kann, wenn man in so eine Beziehung verstrickt ist, würde ich dich gerne mal fragen, was ist eigentlich auf Seite der toxischen Partner? Kann das sein, dass die jetzt auch unser Video sehen und sagen, ey, ich bin so ein toxischer Typ, ich muss an mir was ändern? Also wie hoch ist denn die Problemeinsicht bei den toxischen Frauen oder Männern? Also auf dem, du nennst immer Plus-Minus-Pol. Oder wie geht das Genau, bei dir ja. immer? Kannst du das mal kurz Genau. erklären mit Plus-Minus Ja, ich nochmal? finde diese, damit wollte mal Begriffe haben, die nicht so wertend sind. Also Pluspol ist so der Co-Abhängige, der Verfolgende sozusagen. Minuspol ist der zurückziehende, bindungsängstliche quasi, ne? Okay. Also je mehr man leidet, und meistens leidet dieser Pluspol ja mehr, umso mehr guckt man natürlich auf die möchte das verstehen, guckt auf seine Anteile und die Bindungsängstler, die leiden ja manchmal nicht so, ne, beziehungsweise haben wir das Gefühl, sie machen halt vielleicht gar nicht so viel falsch. Also das ist, ich glaube, da ist immer so ein blinder Fleck. Also man kann so leichter sehen, wo wir so im Opfer sind, aber es ist immer schwer zu sehen, wo wir so, Anführungsstrichen, im Täter sind, glaube ich, ne, wo wir so die treibende Kraft sind. Und ich habe Leute bei mir gehabt auf den Seminaren, die sagen, ja, ich bin ganz klar Minuspol, ich bin manipulativ und würde das gerne abstellen. Aber manchmal haben wir das Gefühl, da fast auch, als würden sie ein bisschen angeben damit, ist schon wirklich schwierig, glaube ich, so. Aber ich glaube, viele, also gerade so diese Menschen, die so ein bisschen ins Borderline gehen, die können ja beides bedienen. Die können mit so, also eine borderlineige Frau, die kann mit einem co-abhängigen Mann in eine Beziehung gehen, ist total bindungsängstlich und geht in der nächsten Beziehung, ist sie vielleicht mit einem Narzissten und geht dann total in die Liebessucht so, ne, und sagt dann, ich bin das Opfer. Also ich kenne auch Klienten, wo man wirklich in der Beziehungshistorie sagen, wirklich sehen kann, die haben die Rollen gewechselt auch. Deswegen ist immer, finde ich auch diese Hexenjagd manchmal nicht so gut, ne? Alles Narzissten, alles toxisch, weil wir müssen auch gucken, was ist in uns vielleicht so ein bisschen toxisch und nicht so gesund, nicht so gut. Und haben wir vielleicht auch schon mal die Rollen in gehabt, haben wir vielleicht auch schon mal Partner belogen und sind fremdgegangen. Ne? Also ich finde, man muss wirklich den ganzen, das große Bild angucken, sonst ja, ist es so ein bisschen zu kurz gegriffen. Ne? Wenn wir immer nur, ja, Ja, es genau. gibt ja auch toxische Beziehungen, die jetzt gar nicht Liebesbeziehungen sind, sondern andere Art. Also ich muss sagen, ich habe eine toxische Beziehung im Verwandtenkreis, habe aber den Kontakt dahin auch total abgebrochen. Also sind nicht meine Eltern, nicht, dass jetzt hier irgendwelche Hypothesen entstehen, sind nicht meine Eltern, da war übrigens alles gut. Aber ich will jetzt auch nicht näher Verwandtschaftsgrad sagen. Und da ist das Schlimmste, ich habe ja zu der keine Liebesbeziehung, logischerweise. Aber ganz krasse Wahrnehmungsverzerrung, also wo ich mich sowas, die sieht Sachen in mir, erzählt Sachen über mich, die sind sowas von falsch und haben auch nie stattgefunden. Also richtig, ich finde so, das Toxische kann auch diese ultra krassen Wahrnehmungsverzerrungen sein, wo man auch keinen Fuß auf den Boden bekommt. Ja? Da sieht jemand in einem den Teufel, ne? Also ich bin jetzt für diese Person irgendwie der Teufel und da stehe ich auf verlorenem Posten und die erfindet oder sieht Geschichten, die haben einfach nie stattgefunden. Hast du dazu auch was, was du dazu sagen kannst? Ja, also da gibt es tatsächlich Forschung zu, dass Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, also viel gravierendere ja, Verdrehungen der Wahrheit, auch der Realität wahrnehmen. Ne? Gut, wir haben natürlich alle so, ich meine, es gibt ja nicht die Realität, sondern immer nur das, was wir wahrnehmen. Aber da gibt es Forschung darüber, dass Menschen mit, ich glaube vor allen Dingen mit amerikanischen, sagen wir mal, Cluster B Persönlichkeitsstörungen, also Narzissmus, Borderline, histrionisch, Psychopathologie, das ist manchmal schwer auseinanderzuhalten, dass die ja das krass verändern. Und gerade bei so Borderline wissen wir ja auch, die projizieren total viel, die können ja ganze Teams auseinander, die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen, Ja. also diese projektive Identifikation, dass die ihre eigenen Themen so in einen einpflanzen quasi. Und da ist vollkommen recht, das ist manchmal zum Haare raufen. Ne? Wenn man auf der bösen Seite gelandet ist, dann ist man quasi der Teufel. Ja, genau, das stimmt. Ja. Ja, und ich denke auch, dass diese Person, also borderline-mäßig, die ich meine, borderline-mäßig unterwegs ist, wobei, und ich habe mich damit auch nochmal beschäftigt, borderline heißt ja nicht zwangsläufig, dass sie Ritzen oder Nee, Selbstverletzungen überhaupt haben, ne? nicht. Nee, nee, Das ja. wird oft so, also Borderline ist nicht so leicht und es geht ja, Nee. ich bin auch gar nicht so ein Freund immer von Diagnosen, ja, Nee, ich weil auch nicht. ich glaube Aber eigentlich auch überhaupt gar nicht nicht. an, ich glaube immer nur an Strukturen, aber es geht beim Borderline meines Erachtens auch um diese krasse Emotionalität, die krassen Stimmungsschwankungen, die innerhalb von Sekunden
sich verändern können. Eben bist du noch ganz toll, in der nächsten Sekunde bist du schon wieder der Teufel oder ein böser Mensch. Und diese krassen Wahrnehmungsverzerrungen und die aber auch so schwanken können und damit auch dieses Auf und Ab von vor allem sehr aggressiven Emotionen. Also Borderline ist sehr, sehr aggressiv und ich denke, gerade bei Borderline steht total das Kontrollbedürfnis im Vordergrund. Also Borderliner brauchen und wollen jederzeit Kontrolle. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle und nochmal Kontrolle. Stimmst du mir dazu? Stimme ich dir vollkommen zu. Also ich habe auch mal so ein nicht so ein gutes Bauchgefühl mit diesen Diagnosen, weil also man kann ja so Anteile haben, ohne dass es jetzt für eine Diagnose reichen würde oder man wird nie diagnostiziert. Im Englischen gibt es manchmal auch diesen Spruch High Functioning Borderline, also Borderliner, die eben nicht ritzen, die arbeiten und alles, aber Genau. So eine Person ist das bei mir. Ja, hochfunktionieren, genau, ja. die, ne? Und ich finde auch, also man ist immer eigentlich sauberer über Strukturen zu reden. Also du bist ja die Meisterin des inneren Kindes und ich glaube tatsächlich ist es häufig ein Zusammenspiel von Ego und innerem Kind, was aber das es dann auslöst. Aber manchmal sind Auch so, was Genetisches, ja. glaube ich. Auch genetische Hintergründe haben wir ja Ja. auch bei Narzissmus, eine hohe genetische Sehr hoch. Komponente, ne? Sehr, sehr hoch, ja. Ich glaube, Kannst es du ist am dazu mal höchsten. was sagen? Ja, beim, Ja, die ist am ja. höchsten von allen Persönlichkeitsstörungen, ne? Bei Narzissmus. Also wenn da sowieso, das weiß ich nicht, ob das alle so wissen, dass ja locker 50% vererbt wird, aber bei Narzissmus soll das am höchsten sein. Und ich frage auch immer gerne mal Klienten, wie ist denn dein Vater, deine Mutter und dann, ja, oder die Mutter von deiner Freundin oder was weiß ich. Und da hört man schon raus, dass auch wenn mir manchmal Klienten so Geschichten erzählen, wo sie sagen, Mensch, ich habe ein bisschen Sorge, mein Kind ist vielleicht narzisstisch und klar, bei Kindern wird man die Diagnose ja nicht geben, aber man kann da manchmal schon so eine Linie sehen, ne, aus dem Kindesalter bis ins Erwachsenenalter von diesen Verhaltensweisen. Aber bei Psychopathologie ja auch, die blasen dann vielleicht Frösche auf als Kinder und haben einfach überhaupt kein Mitgefühl mit Tieren zum Beispiel. Und also das Genetische wird, glaube ich, gut, dass du das ansprichst, wird, glaube ich, sehr unterschätzt, ne? Das Das muss glaube ich man, auch. Das glaube ich ja. auch, dass das unterschätzt wird. Eben kam ein Kommentar aus dem Publikum. Viele haben ja nur narzisstische Persönlichkeitseinschläge oder Nuancierung. Nicht längst jeder ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und ich denke, das ist ja eben auch ganz, ganz wichtig, da zu unterscheiden. Ne? Also, ob man so, ja, Absolut. vielleicht kannst du da auch noch ein paar Worte zu sagen, zu dieser Ja, also Differenzierung. es ist immer so leicht gesagt, ne? Ich glaube, jeder von uns hat mal einen narzisstischen Moment so, ne? Wo wir sehr gekränkt sind und jeder von uns hat mal einen Borderline-Moment, wo alles zusammenbricht, wo, weiß ich nicht, drei Live-Events, Mutter ist gestorben, Autounfall, weiß ich nicht. Hat jeder von uns mal einen Moment, wo er zusammenbricht oder wo er im Streit mal völlig die Fassung verliert, nur wenn man so einigermaßen okayes Bindungsmuster hat, dann sieht man zumindest, ja, es war ein Moment und jeder kann mal einen schlechten Tag haben, sage ich so. Ne? Da sollte man auch nicht so überkritisch sein. Aber wenn es, man muss immer gucken, ist es ein Muster, ne? Wenn sich mal einmal jemand daneben benimmt. Ich finde, dafür sind wir Menschen so, ne? Aber heftige narzisstische Anteile kann schon völlig ausreichen, eine Beziehung völlig zu ruinieren und einen total in die Liebessucht. Ne? Ich glaube, da würdest du mir, glaube ich, auch zustimmen. Oder ob man jetzt sagt, oder deutliche bindungsängstliche Anteile, die nicht richtig kommuniziert werden. Das, ja, nur Anteile kann schon reichen, dass es komplett toxisch wird, ne? Ja, würde ich schon sagen. Was würdest du denn, also ich habe gemerkt bei meiner Verwandten, wo ich sagen würde, das ist toxisch, das hat mir wahnsinnig geholfen, dass wir keine Beziehung haben und auch schon seit einigen Jahren keine Beziehung haben. Und ich merke, je länger der Abstand wird, desto klarer sehe ich das auch. Ne? Also desto klarer, also man versucht ja doch noch lange, vor allem wenn es noch näherer Verwandte sind, noch ein bisschen rumzubasteln und irgendwie und aber und ich glaube, das geht vielen Menschen so, je größer und je länger der Abstand ist, desto klarer sehen sie, was ist da überhaupt passiert, wie hat das überhaupt funktioniert, wie ist diese andere Person drauf. Also dieser Abstand, glaube ich, ist was Wahnsinniges Heilsames. Aber man schafft ja nicht so leicht den Absprung auf, zumindest wenn es auch eine Liebesbeziehung ist, dann ist es ja noch schlimmer. Oder wenn es Ja. die eigene Mutter wäre, ne, die irgendwie schwer toxisch, narzisstisch ist und so, dann ist es ja auch ganz schwer. Hast du so ein paar Tipps, was man macht, wenn man jetzt in so ein Schlamassel da reingeraten ist? Ja, erstmal muss man sich ja klar machen, weil eben diese Beziehungen häufig so achterbahnartig sind, haben wir halt dieses, was wir in der Psychologie intermittierende Verstärkung nennen. Das heißt, wir sind viel stärker an Menschen gebunden, mit dem wir diese Achterbahn fahren irgendwie, ne? Und deswegen ist manchmal diese Bindung
super stark, obwohl die Beziehung so schlecht ist. Das muss man sich erstmal klar machen, ne? Das Darf ist ich da mal ja. ganz kurz Ja, gerne. eingreifen? Ja, Intermittierende natürlich. Verstärkung heißt, ich muss das mal kurz erklären. Das heißt, man kriegt mal eine Belohnung und dann wieder nicht. Ne? Genau. Also man hat da Versuche mit Hühnern gemacht. Die Hühner haben immer eine Taste gedrückt, dann gab es eine Futterperle und irgendwann gab es die nicht mehr. Und die haben noch eine Zeit lang gedrückt, dann merken die aber, kam kein Futter Ja. mehr, haben sich das Verhalten abgewöhnt. Und dann gab es aber Hühner, die haben auch erst immer Futter bekommen, also Anfang der Liebesbeziehung, Futter, 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 Futter. Und dann gab es aber nur ab und zu noch mal eine Perle. So ist es. Und die Genau. haben sich zu Tode gedrückt. Die haben sich das nie wieder abgewöhnt, Förmlich weil zu sie Tode. immer die Hoffnung hatten, irgendwann kommt noch mal eine Perle, irgendwann kommt noch eine Perle. Das ist ein Grund, der so süchtig macht. Und ich habe, entschuldige, dass ich da Nee, gerade gerne, alles unterbreche, gut. aber ich Ja, glaube, ich habe ja. noch einen wichtigen Punkt. Und zwar, das ist Dopamin. Weil Dopamin ist nicht nur Glücksgefühl, Dopamin ist auch das Hormon des Haben-Wollens. Ja, Dopamin wird So ist es. ausgeschüttet, wenn wir etwas, wenn etwas außerhalb unserer Reichweite ist und wir wollen das haben. Das ist dafür wichtig, dass wir uns Ziele machen, dass wir erobern, dass wir auf Sachen zugehen, dass wir neu. Na, da so. Und der Partner, der ist ja eben nicht reichbar, ne, der ist einem ja nicht sicher. Man hat ja überhaupt keine Kontrolle, sodass wahnsinnig viel Dopamin ausgeschüttet wird im Gehirn, den irgendwie an sich zu binden und irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Deswegen glaube ich, dass das Gehirn der Betroffenen auch total Dopamin verseucht ist, sozusagen. Ja. Weil die sind ja kirre. Ne? Kirre. Ja, es, Wie eine das, Sucht. Ne? Daher ja, kommt das Liebessucht, Suchtartige das auch. kommt Ne? von Dopamin, also da, genau, so gebe ich dir vollkommen recht. Und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, das ist auch das Neugier, der Neugier, Neurotransmitter und oder Hormonen. Und das ist ja auch bei Menschen so, die so ein ruhiges Leben haben, vielleicht manchmal ein bisschen zu langweilig oder vielleicht auch, vielleicht finden sie ihre Beziehung zu langweilig und dann kommen sie in so eine toxische Beziehung und das ist dann super interessant, ne? Es ist so bam, 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 wie so, ne? Und dann gibt es diesen toxischen Sex noch und dies und das und dann das Dopamin ballert völlig durch. Nur es ist halt wie eine Droge. Das Dopamin ballert auch bei Kokain und bei sonst was, ne? Das ist halt wie eine, eigentlich wie so eine Kokainsucht so, zu vergleichen. Haben mir Kokainabhängige erzählt, dass sich das sehr gleich anfühlen würde. Und genau, es wird mit Dopamin geflutet, das Gehirn. Und ja, manche müssen auch so richtig, haben auch ihre, man muss sich so richtig erholen von diesen Beziehungen, weil diese ganzen Adrenalin und Dopamin und diese ganzen Hormone, diese ganzen Speicher sind völlig leer, ne? Deswegen fühlen sich auch Menschen, glaube ich, so absolut leer nach diesen Ja, es ist Wahnsinn. Auch dieses toxischen Beziehungen, ne? Achterbahnfahren, das ist Ja. ja so anstrengend. Diese Dramen, ne? Ja, ist Wahnsinn. Ist einfach Wahnsinn. Aber Ja. wir waren bei dem Thema, Genau. wie finde ich denn den Exit da? Wie komme ich Ja. denn raus aus Also das der muss man sich Nummer? mal klar machen, dass es eine Sucht ist. Und also ich erstmal, wenn man sich noch Zweifel hat, ob es eine toxische Beziehung ist oder nicht, da gibt es immer so einen Test, den ich immer ganz gern sage. Nimm dir mal eine Sache vor, also eine einfache Sache, die du gern möchtest, dass die geändert wird in der Beziehung. Nimm mal, dein Partner kommt immer zu spät auf ein Date, immer halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und sagt dann immer, ja, ich musste die Welt retten, ich musste das und ich konnte aber nicht und dich nervt es einfach und du weißt, dass es wirklich nicht so viel verlangt. Dann versuch mal über einen Monat zu sagen, ich möchte gerne, dass das jetzt anders ist. Ich möchte gerne, dass du pünktlich auf ein Date kommst, das kann ich erwarten. Das ist wirklich absoluter, gesunder Menschenverstand. Wenn das eine einigermaßen normale Beziehung ist, wird bei so klaren Sachen wird ein Partner sagen, ja, ist eigentlich recht und lass uns das mal machen. In toxischen Beziehungen klappt es nie. Also dann ist immer. Wird entweder gesagt, ja, mache ich, wird zweimal gemacht und dann wird es wieder nicht mehr gemacht, oder es wird einem erzählt, dass man bescheuert ist oder dass man zu sensibel ist oder was weiß ich, aber du kriegst nie deine Bedürfnisse durchgesetzt sozusagen. Also das ist ein super Test so. Jetzt muss man zwei Sachen unterscheiden. Es gibt aus meiner Sicht so, es gibt Beziehungen, die sind nur koabhängig oder sind koabhängig und liebessüchtig. Also liebessüchtige Beziehungen sind immer koabhängig. Also es gibt Beziehungen, wo ich so drauf zahle, wo der Partner mehr macht, aber ich habe nicht diesen Suchtaspekt, ne? Ich fühle mich nicht so süchtig. Da kann man mal mit Paartherapie rangehen und solchen Sachen oder mal selbst mal überlegen, wie können wir da uns bessern. Wenn ich mich wirklich wie in so einer Drogenhölle fühle, da gibt es nur eins raus. Da gibt es wirklich nur raus. Also alles andere ist Augenwischerei. Da muss man raus und da muss man detoxen und dann auch keine Freundschaft plus mehr, keine Freundschaft. Man war ja sowieso nicht befreundet. Also das ist wirklich, also dann auch wirklich wichtig. Ich empfehle das auch immer, innere Kindarbeit, deine Bücher durcharbeiten, weil das sind
Schritte, die danach kommen. Der erste, allerwichtigste Schritt ist wegbleiben von Menschen, die einen, mit denen man eine toxische Beziehung hatte, zu 100%, ne? Kein Kontakt mehr. Kein Und WhatsApp, ja, nichts. was ich auch glaube, was noch wichtig ist, je nach der Konstellation der toxischen Beziehung, weil wenn das jetzt so eine narzisstische Geschichte ist und die Noxe, die Toxe sozusagen Die narzisstisch ist, Noxe, na, die schaden sie einem ja immer so, Schuldgefühle zu vermitteln. Und genau. der co-abhängige Partner, die sind ja oft vom Selbstwertgefühl sowieso nicht so toll aufgestellt. Und die kriegen dann immer so Schuldgefühle vermittelt. Die kriegen immer Ja. vermittelt, wenn du anders wärst, na, oder du bist schuld, dass ich so bin. Wenn du anders wärst, na, dann könnte ich anders mit dir leben. Das heißt, und die ziehen sich ja den Schuh auch oft an und werden immer kleiner vom Selbstwertgefühl und immer weniger trauen sie sich zu, die Dinge überhaupt richtig wahrzusehen und das überhaupt richtig zu sehen, dass sie überhaupt, ne, dass sie das nicht alles falsch sehen und ob der andere nicht vielleicht recht hat. Und da kann diese Trennung manchmal so eine totale Überforderung vielleicht erstmal sein, aber dass man daran arbeitet, sich zu entschulden, also dieses Schuldgefühl, ne, dass man klarer sieht, nein. Na, der behandelt mich unmöglich, der lügt, der betrügt, der redet mir ständig Schuldgefühle ein. Und dass man erstmal dieses Schuldgefühl los wird, das kann manchmal auch ein wichtiger Zwischenschritt sein, bevor man es überhaupt schafft, die Trennung zu machen. Denn manche fühlen sich da sowas von überfordert, wenn sie sich trennen sollen. Das macht denen solche Angst. Und da kann so ein guter Zwischenschritt sein, erstmal an diesem Schuldgefühl zu arbeiten. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil Menschen, die so co-abhängig sind, die fühlen sich ja sowieso mal schuldig, die haben sich als Kinder schon schuldig gefühlt, weil Mama trinkt oder, also das ist halt so dieser, das ist ja wie Schlüssel und Schloss häufig, ne, in diesen Beziehungen und ja, das ist immer, deswegen, das ist das Gute an diesen Beziehungen, man wird gezwungen, auf seine eigenen Themen zu gucken, zum Beispiel, dass man immer für alles Verantwortung übernimmt und genau, das ist wichtig, sich das klar zu machen und dann eben auch diesen Kontakt abzubrechen, weil so diese Art von Menschen schaffst halt immer wieder einen zurückzuholen. Also es gibt immer irgendeinen Knopf, ne? Es gibt den Schuldgefühlknopf, wo dann gesagt wird, mir geht's so schlecht, können wir uns die doch nochmal treffen? Oder was habe ich jetzt gerade viel gehört, gestern im Video, du wohnst doch auch da in Nordrhein-Westfalen, hast du irgendwas mit der Flut erlebt? Also es gibt immer irgendeinen Einstieg, der dann wieder genommen wird, nur dass damit man, und dann fühlt man sich schlecht, weil man nicht antwortet. Man denkt so, das ist doch, das kann ich doch nicht machen, ich kann doch nicht antworten. Ne? Und damit man überhaupt gar nicht reinkommt, sage ich immer, am besten blocken, Nummer löschen, alles weg, weil es gibt dann immer irgendeine Absurdität oder der Partner, habe ich auch schon gehört, von Klienten schreibt, ich habe eine sexuell übertragbare Krankheit, wir müssen mal reden. Das ist alles Lüge, alles Fake und geht nur darum, einen wieder in Kontakt zu ziehen. Also es gibt diesen Schuldknopf, es gibt den Eifersuchtknopf, es gibt den Ich verletze dich Knopf, es gibt den Lovebombing-Knopf. Und alles ist so schwierig, wenn man so im Suchtmodus ist. Deswegen am besten alles löschen, neues Handy, neue Nummer. Wirklich, Hauptsache, man hat keinen Kontakt mehr. Ne? Aber mit der Schuld ist so ein wichtiges Thema, weil das hält einen ja auch in diesen Beziehungen, dass man immer wieder denkt, das sieht's doch an mir. Und das wird ja sehr gefüttert durch den Narzissten. Ne? Ne? Und es Genau. hat ja noch eine perfide andere Sache mit der Schuld auf sich. Und das gilt auch für wenig, also normal schwierige Beziehungen, die jetzt nicht als toxisch Ja. einzuordnen sind. Schuld gibt einem ja ein Stück weit Kontrolle zurück. Na, Stimmt, ja, hast recht. wenn ich das Gefühl habe, ich bin schuld, ist erstmal die Behandlung nicht mehr ganz so unverdient. Das gibt mir schon mal wieder ein Stück Glauben an die gerechte Welt zurück. Und zweitens verhilft dieses Denken, ich bin schuld, zu der Illusion, dass man was verändern könnte. Denn wenn der Fehler bei mir liegt, dann könnte ich den Fehler ja ausmerzen und dann gibt es vielleicht doch noch ein Happy End. Das heißt, Ja, Schuld ja. verhilft mir auch zu einer Kontrollillusion, ne? Zu der Illusion, es könnte vielleicht ja doch noch ein Happy End geben. Und hier wird ja auch gefragt im Chatverlauf, den ich sehe, kann man denn so einen toxischen Menschen ändern? Und dann sieht man schon wieder sofort, wie sehr die Partner da wünschen, der würde sich ändern. Und oder wenn ich jetzt endlich der richtige Mensch wäre, dann ändert er sich vielleicht. Also kann man so einen toxischen Menschen ändern, Christian? Ja, glattes Nein. Ja. Also, es ist ein bisschen so, als wenn du in den Blumenladen gehen würdest, würdest sagen, gib mir mal eine Packung Blumensamen, anstatt dass man gleich Blumen kauft. Ne? Also, du willst ja auch, willst nicht immer eine Beziehung, das ist so typisch co-abhängig, dass man
immer den Partner entwickeln will, ändern will. Das ist halt auch, also man nimmt den ja auch nicht, wie er ist. Man sagt ja auch nicht, hey, ich liebe dich so, wie ich bin, sondern der muss sich ständig ändern. Das finde ich auch zu Recht, dass da manchmal die Minuspole sagen, habe ich aber keinen Bock drauf, will mich aber nicht ändern irgendwie. Und innerhalb von diesen Beziehungen ändern die sich sowieso nicht, weil die so viele Vorteile davon haben. Und also man kann einfach der Einfachheit halber sagen, glattes Nein. Also ich persönlich habe in meiner ganzen Laufbahn noch nicht eine von diesen Beziehungen erlebt, die sich erholt hat. Also nicht eine. Also ich habe mal eine gehabt, da haben beide Therapie gemacht und was weiß ich, und die hatten dann aber keine Anziehung mehr füreinander. Ne? Mit dem Detox, also auch gleich die Gefühle, welche. Herrlich. Nee, Krass. also der Einfachheit halber, nee. Natürlich kann man jetzt so global sagen, ja, auch Menschen mit narzisstischen Anteilen können sich ändern, Therapie gehen, aber man macht da viel zu viel Hoffnung und man geht auch nicht an sein eigenes Muster ran, wo man die Menschen überhaupt datet irgendwie. Also deswegen einfach mal glattes Nein, kann man nicht verändern, fertig. Super. Dazu habe ich jetzt eine ganz wichtige Frage und eine Frage, die ja unheimlich oft gestellt wird. Es gibt ja einfach Menschen, die rennen immer wieder in toxische oder auch schwierige Beziehungen und die sagen, ach, diese normalen Typen interessieren mich nicht. Na, man sagt ja Menschen, die ein unsicheres Bindungsmuster haben und deswegen gefährdet sind, sich andere unsichere Typen immer auszusuchen. Such dir doch mal einen Menschen mit so einem sicheren Bindungsmuster aus, also der beziehungsfähig ist, der mit beiden Füßen auf dem Boden steht. Und dann ist es ja irgendwie immer so, dass diese keine richtige Anziehungskraft haben. Die werden Ja, dann oft als langweilig empfunden. exakt. Und du schreibst ja auch in deinen Büchern von der Umprogrammierung des Liebeschips, also dass man so Ja. Liebeschip quasi so ein Ja. wie so Computership hat. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, warum diese Typen, die eigentlich die richtigen werden, die richtigen Männer, die richtigen Frauen für die betroffenen Partner, warum die so langweilig wirken und keine Anziehungskraft da besteht und ob man da irgendwas machen kann? Ja, also das ist ja in meinen Büchern und auch in meinem Kurssystem. Das ist schon ein etwas komplexer Weg, weil, also je mehr, also wenn ich so diese narzisstischen, sagen wir mal, Männer date, können es auch Frauen sein, ist egal, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich selber so ein abhängiges Beziehungsmuster habe. Ne? Das heißt, und solange ich an meinem abhängigen Beziehungsmuster nicht arbeite, ziehe ich immer wieder magisch die gleichen Typen an. Ne? Also das ist immer, also je abhängiger ich bin, umso mehr ziehe ich so bindungsängstliche Menschen an. Und das ist wirklich, ich kann da einen Raum geben, wo 100 Leute sind und finde wirklich, als wenn da der Narzisst irgendwie eine rote Lampe auf dem Kopf hat, finde genau den interessant. Und deswegen reicht es auch nicht zu sagen, ich gehe jetzt auf ein Date und lege mir hier die 10 Punkte hin, wie ein Narzisst auf dem Date ist. Und das wird, also dieses Anziehungsgefühl wird das immer überstimmen. Das heißt, ich muss aus diesem Plus rauskommen, ich muss mehr in die Mitte kommen, ich muss ins Bindungssichere kommen, so, ne? Und diese Arbeit muss man machen und dann findet man auch immer mehr andere Menschen attraktiv tatsächlich. Es gibt auch noch einen zweiten Grund, und den hast du eben schon gesagt, das ist das Dopamin. Ich muss sozusagen einsehen, dass diese dopamingeschwängerten Dating-Situationen, ne, mit crazy und mit fast schwanger und ungeschützter Sex und dies und das und Fremdgehen und Dreierbeziehung, also dass das vielleicht dieses Dopaminsystem befriedigt, aber dass ich so nie befriedigende Beziehungen führen werde und dass der Preis zu hoch ist, ne? Weil die bleiben ja nicht so spannend, diese toxischen Beziehungen, die werden ja immer schlimmer, es gibt immer mehr Grenzübertritte so. Und das dauert, glaube ich, ein bisschen, bis man einsieht, das ist einfach nicht kein guter Weg für mich so, ne? Und ich muss auch wirklich detoxen, deswegen sage ich auch immer eine Datingpause. Empfehle ich dir immer nach solchen Beziehungen, weil wenn ich direkt danach, also viele Menschen haben, glaube ich, auch bindungssichere Menschen in ihrem Umfeld, aber weil die dieses Dopaminsystem eben nicht so auslösen, sagen die halt, ich fühle es einfach nicht, ne? Ich fühle keine Chemie, keine Attraktivität und vergessen dann aber, dass auch in Beziehungen mit einem Menschen, das wissen wir ja auch, mit dem wir uns befreundet fühlen, dass wir natürlich eine schöne Sexualität haben können. Die denken immer, das geht nicht, ne? Das kann nicht sein, ne? Aber dafür muss ich mich selber in Richtung Bindungssicherheit bewegen und muss dann auch jemanden finden, der so einigermaßen bindungssicher ist. Dann kriegt man das schon übereinander. Aber es ist wirklich auch so eine Entscheidung zum Kopf. Ich sage immer, keine Macht in Drogen. Man muss wirklich sagen, ich höre mit diesem drogenartigen Beziehungsleben auf. Ne? Und solange man das nicht macht, datet man weiter, ja,
Das ist Ich auch muss, weiter so, ne? ich denke gerade so über mich selber nach. Ich hatte ja auch ein paar schwierige Beziehungen in meinem Leben, bevor ich dann mit meinem Mann zusammengekommen bin, mit dem ich vorher auch schon lange befreundet war, wo ich immer dachte, der ist nicht spannend genug für eine Dings. Und irgendwann habe ich das völlig anders gesehen. Und ich habe so viel hoch und runter reflektiert, meine Kindheit. Und ich finde immer keinen richtigen Anpack. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe eine super Beziehung zu meinem Vater, ich war ein geliebtes Kind und, und. Ne? Also ich finde da nicht so bei mir den richtig roten Faden. Und eben gerade, als du geredet hast und auch nochmal mit dem Dopamin, ich bin nun allerdings extrovertiert. Ich bin extrovertiert, ich habe eigentlich, ich habe wenig Ängste, auch wenig soziale Ängste. Ich hatte immer so, auch bei Liebesbeziehungen, dachte ich, ach, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Schlimmstenfalls geht es halt in die Brüche. Ne? Ob nicht auch so abenteuerlustige Menschen, wie ich Ja. damals war, da einfach geneigt sind, so, solche Muster, dass sie es immer so super spannend haben Ja. wollen und neurotisch mit spannend verwechseln. Und also ich habe es erst gelernt, bis ich mal wirklich auf die Schnauze geflogen bin und dann merkte, Genau. ey, das macht mir ja doch ganz schön was aus. So locker ist das hier nicht. Und richtig schlimm gelitten habe auch. Und dann habe ich mich mal selber irgendwie gerade gerückt. Und dann fing es auch wirklich an, dass ich meinen Mann, der immer so ein bisschen latent in mich verliebt war, auch zunehmend immer attraktiver fand. Ne? Also ich Ja. habe das wirklich so erlebt. Aber ich finde bei mir den ganz roten Kindheitsfaden eigentlich nicht. Und ich habe mich schon zu Tode darüber nachgedacht. Ne? Ja, also bei mir ist auch so, 80% von meinen Klienten haben diese schwierige Kindheit, 20% nicht. Die würden das gleiche sagen wie du. War gar nichts, Papi war lieb, Mami war lieb. Also klar, läuft mal irgendwas schief. Und ich glaube tatsächlich auch, da wird es bestimmt auch mal Forschung geben. Also könnt ihr das gleiche bestätigen. Also ich bin zwar extrem introvertiert, aber bin auch ein absoluter Sensation Seeker, ne? So gefährliche Sportarten und was weiß ich, Tiefseetauchen, Motorradfahren, was weiß ich, ne? Und ich glaube auch, dass es so Gehirnstrukturen gibt, die, wo man es einfach gut gebrauchen kann, so ein Schuss mehr Dopamin, sag ich mal, ne? Ja, Dass man so richtig gut, Extravertierte sind ja zum Beispiel ne, sehr Kinder, Dopamin gesteuert, das Gehirn. Die sind ah, ja ja, auch ist okay, wusste ich gar nicht. anfälliger für Okay, Süchte, viel anfälliger für Süchte, genau, weil doppelt mit, genau. die brauchen Dopamin und Intros sind eigentlich eher auf Acetylcholin. Das heißt, sie Ah, brauchen okay, eher das wusste man gar nicht. Beständige. Okay. Aber dass du auch noch mal so ein Sensation Seeker-Ding auch als Intro haben, aber viele Intros sind ja auch Rennfahrer und Bergsteiger, sind Ja, ja viele das bin sind. ich so. Ja, Aber genau, wie ja. da jetzt wieder genau der Zusammenhang ist, ist auch egal. Ich wollte nur einfach mal wissen, Also kann es bin ich auch. total bei dir. Ja, ich glaube tatsächlich, also ich würde auch nie Drogen nehmen, weil ich hätte echt Schiss. Ich glaube, ich habe wirklich so ein drogenanfälliges Gehirn und war auch in einigen toxischen Beziehungen und habe das für mich auch so gelöst. Dann, ich meine, ich finde meine Partnerschaft überhaupt nicht langweilig. Sie ist total schön und spannend. Und aber ich kann ja so dieses absolute Thrill-Ding kann man ja auch woanders leben. Ne? Das empfehle ich auch mal gerne. Ne? Dann kann man, geht mal eben Bergsteigen und Fallschirmspringen und was weiß ich was. Muss man ja nicht in super gefährlichen Beziehungen leben. Die sind ja auch gefährlich, diese toxischen Beziehungen. Ne? Du kannst Haus auf Hof verlieren darüber, ne? Kannst krank werden. Und das ist keine Bagatelle, ne? Das Diese stimmt. Beziehungen. Und ja. Es stimmt. Das wird immer so Ja. unterschätzt. Auch Liebeskummer wird so unterschätzt oft. Ja. Ja, Liebeskummer. Ne? So, Ja. buh. Aber Liebeskummer kann sowas von Boah, so wirklich traumatisch furchtbar. sein. So Furchtbar. Ist furchtbares Gefühl, wirklich, ja. ganz, ganz Ja. furchtbar. Genau. Und also, wie hast du das dann geschafft, dein Liebeschip umzuprogrammieren und jetzt doch eine Frau zu finden? Ich habe sie ja auch kennengelernt, finde ich auch super nett. Wie mit der Mann eine gute Beziehung führen kann. Was hast du gemacht? Ja, also konsequent Menschen, die aus meiner Sicht toxisch sind, eliminieren aus meinem Leben. Du hast auch schon richtig gesagt, nicht nur Beziehungen, Freundschaften, was auch immer, dieses Co-Abhängige abbauen, also vielmehr für mich einstehen. Also das, und da war wirklich, ich hatte dann auch immer noch mal so Dating-Situationen und hat mir auf eine Art jede Frau, die wieder so war, geholfen, dass ich immer früher sagen konnte, so, nee, mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Und also würde sagen, ich bin da auch härter geworden, aber es war vielleicht gut, ne? Und habe gleichzeitig auch Selbstliebe, hab auch mit deiner Materialien innere Kindarbeit gemacht, Selbstliebe, Datingpause, wie dieses Muster so richtig klar gemacht und vor allen Dingen mit Standards und Dealbreakern, das ist ja so mein, das Markenzeichen von meiner Arbeit, also Oh, das wirklich liebe ganz, ich, ganz genau. durch. Erzähl mal Standards und Deal. Ich liebe das Thema. Gut, dass du nochmal drauf kommst. Erzähl mal von Standards und Dealbreaker. Ja, Standards sind so bestimmte Beziehungsziele, die du gern erreichen möchtest. Ne? Also wie oft du einen Partner siehst in der Woche, wie viel Nähe ihr habt, wie ihr kommuniziert, so.
Und Standards sind so verhandelbar. Die sollte man sich nochmal klar machen, weil man verliert so alle Standards eigentlich in toxischen Beziehungen so. Also zum Beispiel, man sieht sich zweimal die Woche, man hat, weiß ich nicht, zweimal im Monat Sex oder keine Ahnung. Also das Also sollte man definiert ungefähre seine Ziele. eigenen Ja, Standards. Also ich mache genau. mir klar, Du für wenn ich dich jetzt, machst dir das klar, was ist genau. mein Standard, Ja, was will ich? Was heißt, ich will, ja. dass man sich mindestens viermal die Woche sieht, dass man, was weiß ich, Genau. mindestens einmal die Woche Sex hat, dass er zuverlässig ist, ne, pünktlich, wenn mal was nicht klappt, rechtzeitig Bescheid sagt, bla bla bla. So. Genau diese Okay. Sachen, genau. Oder beim Dating wäre es zum Beispiel, Date kommt nicht mehr als 20 Minuten zu spät, so auf dem ersten Date, solche Sachen, ne? Dass man so ganz klare Geschichten, die sind aber verhandelbar, ne? Wenn jetzt ein Partner kommt und sagt, ja, ich kann aus den und den Gründen das nicht und ich gebe dir aber das und so, kann man drüber reden, sollte man aber nicht zu viel aufgeben, so, ne? Und Dealbreaker sind Standards, die nicht verhandelbar sind, ne? So No-Gos, ne? Wo man nicht mehr diskutieren muss, sondern man sagt einfach, nee, die Beziehung ist nichts für mich. Hat mir damals in meiner richtigen toxischen Beziehung, hat das so den Arsch gerettet, weil ich so den Standard, also den Dealbreaker hatte. Also wer Weihnachten nicht mit mir verbringen will, also auch nicht einen Tag oder so, die Beziehung will ich nicht haben, so. Und das, darüber ist es dann gescheitert. Da hat sie mir auch, Himmel und alles wirklich versprochen, was sie machen würde. Habe ich gesagt, wenn du das nicht machst, bin ich raus und hab's dann auch durchgezogen. Man kommt dann auch, findet dann auch in so eine Kraft. Und das Gute an Standards und Dealbreakern ist, du brauchst den anderen nicht dafür. Du definierst das für dich so. Das ist auch, spielt auch Das finde ich gar nämlich keine so Rolle, toll. ob der toxisch ist oder so, ne? Ich erinnere mich mal an so eine Frau, die hatte ich mal ganz kurz gedatet, die ist da auch mal zu spät gekommen zum Daten. Habe ich gesagt, sorry, das entspricht nicht meinen Standards. Und hat sie gesagt, ja, Genau. aber ich habe aber kleine Kinder und ich kann nicht anders. War, glaube ich, gelogen, ehrlich gesagt. Aber ich musste da noch Schuhe kaufen, was weiß ich. Habe gesagt, ja, mach alles sein, aber entspricht nicht meinen Standards. Und damit kann man ganz viele Situationen lösen. Man muss auch gar nicht mehr wissen, ob jemand jetzt narzisstisch ist oder einfach nicht kann. Oder es gibt ja auch noch tausend andere Sachen, die man haben kann, wo man nicht präsent ist in einer Beziehung. Was weiß ich, Asperger oder was mich Leute immer fragen, bipolar. Musst du alles nicht wissen, siehst nur, entspricht nicht meinen Standards. Dealbreaker gerissen, sorry, raus, weg. Das Ne? finde Ja. ich nämlich so cool an dem Konzept, weil viele Menschen hängen sich ja total an ihrem Selbstwertgefühl auf und kommen deswegen auch so schlecht raus. Und Ja. diese Frage, das kennst du bestimmt auch aus deiner psychologischen Beratung, ja, hat er mich denn jetzt wirklich nicht geliebt oder liebt Ja. sie mich nicht, ne? Oder Ja. hat er nur Bindungsangst oder Ja. liebt er mich Ja. nicht, ne? Was ja im Ergebnis ist, ist ja völlig egal. Es Völlig läuft wurscht. ja aufs Spielt auch keine selbe Rolle. hinaus. Ja. Und man hängt sich dann so am Selbstwertgefühl auf, weil es dieses gespiegelte Selbstwertempfinden, der andere spiegelt einem dann ja immer irgendwie, ich will dich nicht haben. Und das macht ja Aua im Selbstwert. Und deswegen setzt das ja auch so einen wahnsinnigen Kontrollwunsch frei, den anderen doch noch sicher an sich zu binden und ihm zu beweisen, dass man doch die Tollste ist oder der Tollste ist. Das sind ja auch so perverse Mechanismen, die so süchtig machen, diese Ja. Kontrollwunsch und sein Selbstwertgefühl zu retten und, und. Aber wenn ich bei mir bleibe, und das finde ich so cool an diesem Standardkonzept, was du hast, wenn ich einfach bei mir bleibe und sage, das sind meine Standards, dann ist es am Ende des Tages scheißegal, hat er Liebesangst, Bindungsangst, steht er vielleicht einfach nicht auf mich, hat er eine gestörte Beziehung zu Mutti oder was auch immer. Beziehungsstandards sind verletzt und dann bleibt die Kontrolle viel mehr bei mir. Und das finde ich richtig cool daran. Ja. Also ein Standard, der zum Beispiel für mich immer super wichtig war, wenn sobald jemand, den ich gedatet habe, irgendwas gesagt habe, was so offensichtlich abfällig, kritisierend, ja, unempathisch ist, aber so richtig auf so einer heftigen Ebene, das habe ich für mich so als Dealbreaker und dann habe ich sofort gesagt, so kannst du fortgehen, hier ist so, ne, brauchen gar nicht weitermachen. Und das rettet einen wirklich einen Arsch. Das kommt einem erst so kalt vor und so, aber das ist wirklich, da muss man nicht mehr nachdenken Also bei mir hat das auch dazu geführt, dass ich immer selbstbewusster geworden bin, weil, boah, ich habe ja die Glaube ich. Kraft, auch diese Frau wegzuschicken und die auch und dann kriegt man auch so ein Mindset von, hey, ich bin, also dann glaubt man es auch irgendwann wirklich, dass man wert ist, dass ein Mensch kommt, der das eben nicht macht und dann schickt einem das Universum irgendwann auch so einen, glaube ich, da bin ich schon von überzeugt. Da muss man ihn nur noch nehmen und dann man das. Ja, du bist ja auch so auf der spirituellen Seite. Du hast irgendwie auch über das Ganze zu so einer gewissen Spiritualität gefunden. Kannst du uns vielleicht abschließend darüber noch so ein bisschen was sagen, wie du deine psychologischen Konzepte auch mit einer Spiritualität verbindest?
Ja, ist natürlich ein weites Feld, aber so ganz grob glaube ich, dass eben egal, welche Beziehung wir haben, also so ein spiritueller Gedanke ist, dass jede Beziehung ist die richtige, ne? Auch wenn es die falsche ist, dann lehrt sie uns eben was, ne? Ich glaube, dass wir halt im Leben immer Menschen anziehen, die uns unsere eigenen Themen spiegeln. Deswegen bringt es auch überhaupt nichts, immer auf dem anderen rumzuhacken und den ganzen bösen Narzissten und so immer wieder zu überlegen, warum habe ich das angezogen, ne? Es ist, warum, also welche Lektion möchte das Universum mir da geben, so, ne? Und wir können, also das ist auch, ich mag wirklich so diese Grenzlinie zwischen Spiritualität und Psychologie, weil man kann viele Sachen dann auch so psychologisch zum Beispiel sagen, wenn ich negative Glaubenssätze habe, dann passieren auch schlechtere Sachen. Man kann es aber auch so spirituell sagen, dass ich, ja, je nachdem, welche Erwartungen ich habe, ziehe ich eben bestimmte Dinge in meinem Leben, ne? So, und kann darüber das auch, man kann jetzt nicht alles steuern, aber es ist einfach so ein ganz anderes Mindset, was ich habe, wenn ich sage, hey, wenn ich auch wieder eine blöde Dating-Situation hatte, die ist bestimmt in meinem Leben gekommen, damit ich was lernen kann. Was konnte ich hier lernen, ne? Und das ist ein viel befriedigender Umgang, als wenn ich so sage, alle Männer sind doof, alle Frauen sind doof, sondern ich kann immer sagen, hey, solange ich noch diese Partner kommen, habe ich scheinbar noch was zu lernen, sozusagen, ne? Und das finde ich super spannend. Und da schreibe ich jetzt auch gerade in meinem dritten Buch drüber, diesen Täter-Opfer. Für mich ist das so ein Paar, der Täter und ein Opfer. Einer kann nicht ohne den anderen, ne? Und sobald ich dieses Opferding aufgebe und sage, ich bin nicht mehr Opfer und ich sehe mich auch nicht mehr als Opfer, dann erscheinen auch irgendwann keine Täter mehr, ich glaube ich. Und das ist zum Beispiel ein typischer spiritueller Gedanke, den ich so sehr spannend finde, ne? Ist ja wirklich so spirituell. Kann man den nicht auch Ja, mit, kann nicht man gut auch, mit ja. psychologischen Prinzipien erklären, ne? Also zum Ja, Beispiel kann man bestimmt auch, du ja. hast es ja eben wunderbar an dir selbst erklärt, wie früh und wie klar du warst durch deine Standards, auch Frauen, wo eigentlich schon sich ankündigt, die tun mir wieder potenziell nicht gut, einfach auch, ich sag mal, so aussortiert hast. Und dadurch hast du ja auch bist du ja aktiv aus der Opferrolle raus und hast natürlich dann auch eine Frau gefunden, die eben nicht diese ganzen Standards und Dealbreaker schon in den ersten Dates gebrochen hat und bist zu jemand anders gekommen. Also man kann es spirituell erklären, man könnte es aber auch psychologisch erklären. Ja, kann man auch. Also es ist wirklich, also zum Beispiel auch als ich meine Freundin kennengelernt hatte, hatte ich so einen ganz schönen Abend. Da habe ich mir, ich wusste noch gar nicht, wen ich da jetzt treffe an dem Abend, aber ich habe mir zum Beispiel diesen ganzen Abend so ausgemalt, ne, in allen, und bin oft, als ich da nach Berlin war, habe ich mir so ausgemalt, ach, da könnte jetzt das passieren und dann das und dann das und dann würde ich mich darüber freuen und dann das und habe das mal so eine Woche lang so richtig geübt, wie das so wäre, wenn das so, wie gut sich das anfühlen würde, so dieses Manifestieren. Und da ist wirklich das an dem Abend, also genau so passiert, ne, wie am Fließband, eins nach dem anderen. Und nachdem haben, wie wir dann zusammengekommen, haben gesagt, also irgendwie muss da schon noch ein bisschen mehr sein, ne? Das, klar kann man auch irgendwie psychologisch, aber da habe ich wirklich so gedacht, boah, das war jetzt so krass irgendwie, ne? Das, weiß ich nicht. Kann kein Zufall sein, sage ich mal, ne? Aber keine Ahnung. Ich habe da irgendwie eine Ader für, aber man braucht es Ja, ja nicht wäre auch schön, wenn unbedingt. es so ist. Ich hoffe das ja immer. Ich hoffe ja immer, dass die Spirituellen recht haben. Ich find das ja die viel, viel schönere Idee, als jetzt habe ich gerade ein Buch runtergeworfen, warte mal, als dass alles so nüchtern wäre. Insofern versuche ich mich dem auch immer mehr zu öffnen. Ja, Christian, ich fand das ein tolles Ah, Gespräch. schön. Ich zeige hier nochmal dein Buch in die Kamera. So, Genau. ne? Vom Opfer zum Gestalter, raus aus toxischen Beziehungen, rein ins Leben. Was mir auch gut gefällt an deinem Buch, dass du ja auch eine persönliche Geschichte erzählst, Ja. also verknüpfst deine persönliche Geschichte, deine persönliche Weiterentwicklung, dein persönliches Wachstum mit eben psychologischen Wissen, mit handfesten psychologischen Erkenntnissen und eben, wie es dir auch so liegt, auch mit spirituellen Ansätzen. So ist es. Fein. Okay, dann hoffe ich, wir machen noch öfter Oh, Videos und Sachen auf jeden Fall. gemeinsam. War total schön. Dank dir für die Einladung. Ich fand es auch super schön, war ein tolles Gespräch. Danke dir und danke euch allen da draußen, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen und wir konnten ein paar eurer Fragen beantworten. Und bis Super. bald, ja. Bis bald. Tschüss. Tschüss, Ciao. tschüss.